Hi Leute, willkommen in Part Nummer 19. Und ich muss gestehen, dass ich eine Sache machen muss, die Chris mir letztens gesagt hat, beziehungsweise heute, beziehungsweise gerade, beziehungsweise vor 20 Minuten. Nein, ich hatte ganz vergessen, ein, zwei der Ghost Stories so anzuzeigen, dass man sie lesen kann. Deshalb, ich weiß nicht, ob es die hier sind. Auf jeden Fall, wer sie noch lesen möchte, ich mache jetzt extra langsam, dann könnt ihr wie immer pausieren. Ja. Es wird... was ist los heute, ey? Ich habe vermutlich einfach nur Schiss, die Tür zu öffnen hier. Es wird vermutlich bald wieder so ein Ghost Story Part geben. Aber aktuell bin ich einfach zu sehr darin vertieft, in diesem geilen Level weiterzukommen. Und nach viel Drumhergelaber öffnen wir jetzt mal diese Tür und schauen uns an, was für ein Raum dahinter ist. Holy fuck! Alter! Das ist doch noch ein ganzer Gebäudekomplex, der hier ist. Oh nein! Oh nein! Du Arschloch, nein! Ist der denn jetzt hin? What the fuck? Okay. Der Hausmeister kann sich anscheinend unsichtbar machen. Cool! Er kennt sie properly, zu dark. Da haben wir doch... Boah, ist das riesig hier, ey. Da haben wir doch was. Und zwar die Taschenschlampe. Eine Flasche liegt. So. Der Dachschlüssel hängt im Lichtsystem. Das ist ein Witz, den die Studenten sich ausgedacht haben. Und ich denke mal, dass wenn wir, wie gesagt... Okay. Dass wenn wir, wie gesagt... uns um die Lichter kümmern in Raum 2, 5, 6, 8 und 10 was, glaube ich, dann läuft die Sache. Okay. Wow! Alter! Was bist du? Was geht denn jetzt ab? The hell? Oh. Okay. Wie ihr gerade sehen könnt, ich kann mich... Was zum Teufel ist mit dem Spiel gerade los? Holy mother of fuck! Scheiße, was ist denn da gerade passiert? War das ein Bug oder sowas? Ich glaube nicht, dass es das Ziel von dem Ding war, mich aus der Schule zu katapultieren, weil es aussah, als hätte es uns aus dem Fenster gestürzt, was auch immer es gewesen ist. Ja, das versuchen wir jetzt nochmal. Kann ich diese Katze hier nicht abbrechen? Ja, ich weiß, dass er da hängt. Das braucht ihm jetzt nicht 5 Minuten zeigen. Ja, er hängt da. Ich weiß. Ja, genau da. Ich weiß. Dankeschön. So. Die Notiz brauche ich auch nicht mehr lesen. Aber ich könnte mal die Taschenlampe ausrüsten. Wenn ich nicht dauernd den falschen Knopf drücken würde. So. Geht dann. So einfach ist das. So. Irgendwie noch mehr Angst hier rein zu gehen. Okay, das sieht mir sehr sicher aus hier, gerade wenn ich ehrlich bin. Ist denn hier irgendwas? Hallo? Ja, wir sind da gerade aus dem Fenster geflogen. Was irgendwie zu einem Instant Death geführt haben hätte sollen. Thank Gott haben wir gerade gespeichert. Boah, wäre ich angefressen gewesen. Okay, hier ist nichts drin. Dann hauen wir mal wieder ab und gehen in den nächsten Raum. Oh, shit. Holy mother of fuck. Magst du bitte da? Natürlich mag er nicht da oben bleiben. Oh, scheiße. Ich kann doch jetzt nicht laufen, ist das Problem. Ah, motherfucker. Okay. Heißt, er sieht mich auf die Distanz... Oh, ich hasse dich jetzt schon wieder, dass ich jetzt schon wieder Panik kriege, ey. Schon wieder die Kratze kriege, da komme ich natürlich nicht jetzt rein. Scheiße, schon wieder die ganzen Türen sind ja alle zu. Oh, you son of a bitch. Sieht er mich gerade nicht? Er sieht mich nicht. Heißt, wenn ich lang genug von ihm wegbleibe... Boah, bitte geh jetzt einfach nur da hoch.
bist so ein übler Motherfucker manchmal. Ja, komm her, komm her! Kriegst du mal eine Lampe ins Gesicht? Scheiße, ey. Ist die Lampe immer noch an oder ist das seine? Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay. Fuck! Ja, du bist so ein Dreckswichser, ey. Wo ist eigentlich die Mütze her? Bist du einfach mal Gangster geworden? Oder bist du einfach nur der hässliche Bruder von dem? Ich will dich schlagen, du Idiot! Ja, du Arsch. Okay, wir bemerken, der Hausmeister ist ein dreckiger Putzlappen. Aber ich hatte schon meinen Grund, warum ich gerade nicht wieder in die Bude gegangen bin. Weil ich wüsste, dass hier dreckige Deckengeist kommt und mich aus der Bude wirft. Ich weiß nicht, ob das ein Glitch ist oder nicht. Aber er macht mir das Leben auf jeden Fall nicht einfacher. Scheiße. Okay, fehlt es mal, wo der Deckengeist mich jetzt erwischt, muss ich jemanden grüßen. Hab ich jetzt einfach mal so beschlossen. Und die Münze auf. Ich glaube, die werde ich auch nur noch zweimal aufsammeln. Danach kann sie mich mal derbe am Popo lecken. Und auf damit. Ja, ich hab's verstanden. Währenddessen trinke ich mal was. Ja, sehr interessant. Äußerst interessant. Danke. So, geht's. Jetzt erkunden wir mal schnellstmöglich den nächsten Raum. Und hoffen, dass der Deckengeist nicht mehr auftritt. Da sollte ich gleich vorher nochmal mein Lämpchen ausrüsten. Mach die Tür doch gleich noch zu, ey. Mach sie doch mal ab. Zum Teufel? Hä? Ich meine, es ist schön, dass ich den Deckengeist unter den Rock gucken konnte, aber. Wo kam der denn jetzt überhaupt her, verdammte Kacke? Scheiß Deckengeist, ey. Okay, wen grüße ich jetzt zuerst? Der erste, der mir jetzt einfallen würde, ist Let's Play Chris. Der mal gefälligst seinen Arsch hoch bewegen sollte und mal wieder schön ein paar Let's Plays machen sollte. Blöder Sack. Nee, aber ich muss mit dem unbedingt mal wieder ein paar Sachen regeln. Der soll mal vielleicht so wieder seinen Arsch nach Köln schwingen. Weihnachten war viel zu kurz. Also, Chris, fühl du dich mal als erster gerade hier gegrüßt. Einfach, weil du mir gerade zuerst in den Kopf gekommen bist. Vermutlich wegen diesem hässlichen Deckengeist. Nein. So. Schlüssel, halt die Fresse. Wo ist eigentlich mein Handy hin? Schrecklich, dieses Smartphones. Ich will nur auf die Uhr gucken. Okay. So. Jetzt in den nächsten Raum. Da wird vermutlich wieder nichts drin sein. Deckengeist, show yourself! Oh, son of a bitch. Hier ist auch wieder nichts drin. Ist es einfach nur Glück, wann der kommt oder nicht? Weil aktuell sieht es so aus, als würde er bei dem zweiten Tod von mir kommen. Scheiß Geist, ey. Hausmeister, du kannst mir mal gestohlen bleiben. Oh Gott, Taschenlampe, jetzt aber schnell, auch wenn die, glaube ich, nichts bringt. Ah, du Motherfucker. Ja, du baller mich schon raus. Das macht überhaupt gar keinen Sinn! Wieso macht das denn überhaupt keinen Sinn? Okay, heißt in Raum 1 und 2 ist einfach mal nichts drin. Sehr gut, das zu wissen. So, Person Nummer 2, die ich grüße, ist vermutlich eine Person, die gerade eine kleine Lernpause von ihrem Lernen einlegt. Ich war gerade kurz Brain AFK, weil ich überlegt habe, wie ich jetzt den Kram da kriege. Diese Person ist eine super, super hübsche Cosplayerin. Und sie wird wissen, dass sie gemeint ist. Name reimt sich auf Trellaju. Kleines Fühl dich hiermit mal gegrüßt. Und ich danke dir und sowohl Chris als auch für eure coolen Kommentare. Ich liebe es, da Kommentare zu lesen. Ich meine, wettet das nicht. Auf jeden Fall fühlt euch damit irgendwie mal so gegrüßt. Und danke für das ganze Feedback und so. Und das ist irgendwie derselbe Raum, mit dem ich vorhin angekommen bin. Schnell rein hier. Guck mal, der Hausmeister sich gerade rumtreibt. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Schwer, so ein hässlicher Klassenraum. Hier ist doch nichts. Wieso gibt es diese Klassenräume denn?
Und wieso kommen diese Deckengeister und vergewaltigt mich? Boah, da krieg ich ja so die Krise, glaubt mal. Ist auch nichts drin. Okay, die ganze rechte Seite ist voll für den Arsch. Bitte kein Hausmeister. Danke. Das Tolle ist, in dem... Oh, du Arschloch. Ich hoffe, dass ich hier ausweichen kann. Oh, bitte, bitte, bitte. Was? Was? Willst du mich verarschen, Junge? Dann lass mir wenigstens mal gucken, was da drin ist. Wenn ich schnell genug schaffe, gleichzeitig ins Menü zu gehen. Nee, ich kann nämlich da nicht laufen. Und die Taschenlampe auszurüsten. So. Oh, ich hatte gerade die Taschenlampe ausgerüstet, du Vollidiot. Motherfucker. Ich hasse das. Ich ihn hasse. Ich ihn hasse. Gut. Toller Fail-Part im Übrigen, weil ich einfach mal nicht weiterkomme. Aber das ist, glaube ich, der einzige Weg, den ich einschlagen kann. Unten war, soweit ich weiß, nichts mehr. Und ich weiß nicht, wie es oben aussieht, aber auf jeden Fall nicht toller. Die Mütze kann mich jetzt mal am Arsch lecken. Oder Bug. Auf jeden Fall, auf der Seite ist nichts mehr. Ich gucke jetzt mal, was auf der anderen Seite so da ist. Aber wenn auch nichts ist, dann kriege ich die totale Krise. Ja, ja, ist ja gut. Aber ich denke, es kann nicht schaden, mal kurz auf die Map zu gucken. Ach, das sind diese einzelnen Klassenräume, nicht wahr? Okay. Heißt, dass in denen hier auch nur Jackshit drin sein wird, genauso wie oben. Heißt, wir machen mal einen Abflug nach unten. Und kümmern uns um das Lichtergedöns einfach mal später. So, dafür würde ich ganz gerne die Keycard ausrüsten. Und zwar die gelbe. Und gleichzeitig auch mal die Taschenlampe. Das sollte ich vielleicht anfangs mal tun. Okay, das ist blau. Hier ist nichts. Taschenlampe kann wieder aus. Und ich weiß schon, dass unser Housingmeister hier mal wieder ein paar Runden dreht. Komm ich hier rein. Ah, endlich mal ein Raum, der anders aussieht, ey. Heilige Kacke. So, komm her. Komm her. Komm her. Dankeschön. Ein Stift zum Speichern. Definitiv keine schlechte Idee jetzt hier. Was haben wir hier? Eine Notiz. Noch eine Geisterstory. Die kann ich auch mal wieder hier zeigen. Das ist Seite 1. Und das ist Seite 2. Gut, dann haben wir schon 4 oder 5 Geisterstories, die ich bald mal vortragen kann. Beziehungsweise, wo ich mir wieder kompetente Gäste aussuche, die das tun werden, finde ich. Was haben wir hier? Sweet Coins. Davon habe ich gerade oben mal nie liegen lassen. Dankeschön. Ich könnte mir jetzt noch was zu heilen besorgen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, brauche ich das gar nicht. Ich habe noch 4 First Aids und noch mega viel. Liegt vermutlich einfach daran, dass ich keinen Plan habe, wie ich den Hausmeister killen kann. Also wenn irgendeiner von euch... Ist jetzt Licht an? Also wenn irgendeiner von euch schon Erfahrung hat im Hausmeister killen und mir da weiterhelfen kann... I appreciate it. Okay, kann man also auch rein. Geist. Dann krieg ich einen Schreikrampf. Wieso gehen die Türen ja eigentlich immer so schnell zu? Das sieht mir fast aus wie ein... wie ein Dojo oder so. Ja, geh doch auf, du Idiot! Wieso geht der Scheiße nicht auf? Ah, scheiße. Was haben wir hier? Noch eine Notiz. Handhalte-Document. Okay. Oh, scheiße. Komm schon, das reicht schneller als der. Oh, ich hasse dich so sehr gerade. Ich hasse dich so sehr gerade. Du altes Arschloch, ey. Du so ein altes Arschloch. Jetzt weiß ich doch, warum ich einen Hausmeister hasse. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen Podcast so ruhig bin, ey. Vermutlich, weil ich mich mit Bugs und Scheiße gerade abgefunden habe, dass alle mich jetzt zurückhalten wollen, hier irgendeinen Progress zu machen, aber wir werden den Scheiß dabei kundtun. Glaubt mir mal.